Hier geht es darum, den Zusammenhang zu messen zwischen einer Federkraft und Federenergie. Dazu wird als erstes die Auslenkung dieser Feder, wie sie zusammengedrückt wird, gemessen als Funktion der Masse, also der Gewichtskraft. Und wenn man das darstellt in einer Grafik, dann stellt man fest, dass der Zusammenhang linear ist. Das ist das Hooke'sche Gesetz für Federn. Jetzt durch das Zusammendrücken kann auch diese Kugel, dieses Ei, nach oben geworfen werden. Das heißt, die gespeicherte Federenergie wird umgewandelt erst in kinetische Energie und dann in potenzielle Energie der Höhe. Auch das wiederum kann nachgemessen werden. Für verschiedene Auslenkungen fliegt dieses Ei höher. Und wenn man das in einer Grafik darstellt, stellt man fest, dass es eine quadratische Funktion ist, die dies beschreibt. Das heißt, die Federenergie hängt quadratisch von dem Zusammendrücken der Feder ab. Alles Weitere in der Vorlesung, in den Kapiteln zur Mechanik.